Ja, hallo ihr Lieben, Christian Mischermeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, Hamburg-Berlin in der Nähe von München. Ja, ich war ja im Zweifel mit mir, ob ich nochmal Sommerhaus mache, aber erst war ich so dagegen und dann, ja, habe ich die neuen Folgen geguckt, hat sich doch wieder ein bisschen gepackt, Umfrage gemacht, gab es auch viele, die gesagt haben, ja, macht da was zu und naja, ihr könnt gerne kommentieren, wie ihr das seht. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein bisschen was gesammelt für die zweite Folge. Ja, Sommerhaus findet ihr natürlich wie immer auf RTL, ich glaube mittwochs und sonntags und RTL Plus, der Mediathek von RTL. Ich packe den Link ja auch nochmal drunter. Wenn dich mein Programm interessiert, findest du auf liebeschiff.de meine Kurse, die in einer Woche teurer werden. Genau, aber genau, gehen wir mal los. Zweite Folge, Sommerhaus der Stars. Und ja, wir fangen an mit einer Szene mit den beiden YouTubern, Marcel Dehne und Lisa Weinberger, die ich, ja, ich finde die irgendwie echt cool, muss ich echt sagen. Kommen wir später noch zu, auch wenn die sich, naja, ich die heute auch so ein bisschen auf dem Kieker habe, sag ich mal. Und mit der Carla Loth, das ist ja so ein Urgestein und ich habe die schon öfter gesehen, Reality TV, und oh, ich finde die hier echt krass im Sommerhaus, muss ich echt sagen. Eine Beziehung kann so schnell vorbei sein. Männer sind nichts anderes außer wie Schoßhunde. Bitte? Du musst die Scheiße behandeln. Marcel, bitte. Du musst die Scheiße behandeln, dann rennen sie dir erst recht hinterher. Ich war immer am glücklichsten in meinem Leben, als ich keinen Partner hatte. Wirklich? Ja, Kopf frei hatte. Keiner mischt sich ein. Ja. Du musst da nicht die Unterhose eines Mannes in die Waschmaschine reinwerfen. Nicht kochen und so ein Scheiß, weißt du? Ja, man entwickelt sich nicht mehr so krass weiter, wie man es macht, wenn man einfach alleine ist. Weil du deine Energie, deine offene Aufmerksamkeit in jemand anders reinsteckst. Total. Ja, also ich finde das ein ziemlich unangenehme Aussage, sage ich mal so. Hört man manchmal von Männern, ja auch, du musst Frauen scheiße behandeln, ist genauso scheiße, wenn eine Frau das sagt, ist ja völlig klar. Und das vor allem so ohne jede Anführungszeichen oder ohne gewisse Ironie, heißt das übersetzt, heißt es eigentlich, ja, ich habe in meinem Leben co-abhängige Männer gedatet, womöglich, und ja, die sich von mir haben schlecht behandeln lassen und mir dann hinterhergekrochen sind, aus welchen Gründen auch immer. So, also ich kenne, weiß jetzt nicht, was sie für Beziehung hatte, aber das ist so, wenn ich jetzt das so hören würde, kenne sie nicht, das würde ich jetzt denken. Und hey, die ist da mit ihrem Mann, was ist das? Also diese Aussage heißt ja auch, mein Mann fällt auch mit runter, ne? Den muss ich nur scheiße behandeln. Dann spurt er schon irgendwie. Und also das könnte man natürlich sagen, ist so dahingesagt. Leider, wenn wir dann vielleicht nächste Woche mal in die dritte Folge gucken, die ich heute Morgen mal geguckt habe, ja, wird sich diese Haltung sehr bestätigen. Und ich einfach, ja, mein Gott, sowas kann man mal sagen in einer Mädelsrunde, in einer Männerrunde, so mit so Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, in so einer Show, wo der Mann also mehr oder weniger einzeln daneben sitzt, schon eine bemerkenswerte Aussage. Und die Aussage von der Lina, am schönsten war es eigentlich, als ich Single war, ey, wenn ich das als ihr Mann hören würde, ich sagen, weißt du was, du bist ab jetzt, bist du Single, genieß dein scheiß Leben, lass mich in Ruhe mit diesen blöden Sprüchen, mach's doch, sei doch Single, sei doch Single, sei doch Single, also so, also man merkt einfach, oder ich sag jetzt, das ist natürlich Mutmaßung, ich weiß es natürlich nicht, aber man könnte meinen, dass sie keinen Respekt hat von ihrem Mann oder abgefuckt ist von ihm, und dann sollte man vielleicht auch nicht mehr zusammen sein, meine Meinung, ne? Ja, und was die Lisa Weinberger da sagt, finde ich auch kompletten Quatsch. Also, man, die hat ihren Typen, der steht auch daneben, da sagst du, ja, ich konnte mich besser weiterentwickeln, würde ich als Typ auch sagen, ja, dann, fuck, sei doch Single, ist mir doch scheißegal, ne? Also, man muss als Mann, wie als Frau auch, aber ich sag's jetzt mal für die Männer, muss als Mann einfach permanent bereit sein, zu gehen, unabhängig sein, unabhängiges Leben haben, nice, geiles Leben haben, dass du gar nicht erst in Gefahr kommst, dass sich irgendwie eine Frau so behandelt, ne? Andersrum gilt das natürlich genauso, ne? Trennungskompetenz, weil das geht einfach nicht. Also wenn du eine Beziehung nicht wertschätzen kannst, dann wird sie eben nicht weitergeführt, fertig, ne? Und dann, ja, wieso, das ist auch Quatsch. Natürlich kannst du in einer Beziehung weiterentwickeln. Du kannst manche Sachen lernen besser in einer Beziehung, manche Sachen kannst du besser als Single lernen, ne?
Und boah, ich wäre fucking sauer. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Paar, wo, glaube ich, bisher am meisten drüber geredet wurde. Erik Sindermann und die Katar. Schauen wir da mal rein. Karma hat ihn richtig gefickt, kurz bevor wir reingekommen sind. Was? Wie, Karma hat ihn gefickt? Nein, ich möchte es erzählen. Pass auf, ich möchte es erzählen. Hm. Also, es war mein Geburtstag. Hat er meinen Geburtstag vergessen? Was? Dann hat er sich gemeldet, dann kam er an, hat ein dreiminütiges Video gedreht. Du bist die Liebe meines Lebens und ich werde im Fernsehen zurückstecken, ich werde nicht mehr in Fernsehshows gehen. Dann habe ich in sein Handy geguckt und warum auch immer, also den Chat von der Mutter angeklickt, von der Mutter und ihm, wo drin stand, dass es alles nur Show war, um mich zum Sommerhaus zu überreden. Was? Ja, also wahrscheinlich sieht gerade so aus, als wenn das das Paar wird, wo man am meisten drüber reden wird. Denke, man kann schon, wenn man jetzt auch, wie das dann so weitergeht, sieht, sagen, ja, irgendwie, die haben schon so ein bisschen, ja, destruktive, vielleicht toxische Strukturen in ihrer Beziehung. Warum, sagen wir mal gleich, ich finde es trotzdem, ja, bisschen schwierig, weil da beide so mitmischen. Oft haben wir es ja so eine toxische Beziehung. Einer lässt sich total unterbuttern, einer macht das unterbuttern. Man muss natürlich immer sagen, dass beide eine Verantwortung haben, dass sie in dieser Beziehung sind. Und manchmal rutscht man da auch rein, so, ne? Und die sind jetzt zu diesem Zeitpunkt, sind die so 5 Monate zusammen. Das ist ja genau der Zeitpunkt, ja, nach 6, 7, 8 Monaten gehen die meisten Beziehungen auseinander. Da stellt man halt fest, es passt einfach nicht, es passt einfach nicht. Und ja, manchmal holt man so das Schlechteste aus sich raus und geht dann halt auseinander. Und ist ja jetzt auch kein Drama, sage ich mal so. Ich finde es jetzt auch irgendwie alles, ja, ist halt, die haben sich halt, es matcht halt nicht. Und trotzdem gibt es da so eine interessante Entwicklung. Ich dachte in der ersten Folge, dachte ich auch noch, was ich jetzt hier auch denke, boah, dieser Erik ist auch ein bisschen krass drauf, ne, dann gleich nackt und dies und das und dann kippt das aber zunehmend, auch Richtung dritter Folge kippt das doch sehr, dass man denkt, boah, was macht die Katja da eigentlich? Aber gut, jetzt haben wir erstmal, muss man ganz klar sagen, an Erik, ich sage ja immer, wenn du den Geburtstag deiner Freundin vergisst, ja, kannst du die Beziehung eigentlich abhaken und dann sind da noch so eine, wie soll man das sagen, Lovebombing-Nachricht auf oder weiß ich nicht, oder vielleicht hat er sie auch wirklich vergessen und ja, und dann manipuliert er sie noch so ins Sommerhaus irgendwie so, ne? Und ja, also ist schon total im Ego, sehr manipulativ, ne? Muss man einfach sagen. Und für sie gibt es eigentlich jetzt, bei so einer Stelle gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also warum geht sie trotzdem rein? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat keine Standards, ne? Was ich immer wieder sage, Modul 1 bei mir, Standards und Dealbreaker, sie hat keine Standards, weil da musst du eigentlich sagen, ey, sorry, das hat echt keinen Zweck hier, wenn du meinen Geburtstag vergisst und mich auch noch hier so ein bisschen anflunkerst oder anlügst. Oder du bist halt selber so auf Fame aus, dass du dann doch reingehst, ne? Da musst du aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, musst du sagen, ja, ich mach das jetzt irgendwie und hab auch Bock drauf. Und da gibt es ja jetzt, habe ich auch schon gesehen, auf Social Media, sind ja offensichtlich getrennt jetzt, bashen die sich ja ordentlich, was auch für mich immer heißt, offensichtlich wollen die Fame haben damit, sonst würde man sich das gar nicht so bashen, ne? Es gibt ja auch Zusatzklicks und alles. Und da sagt sie ja so, nein, ich bin auf gar keinen Fall auf Fame aus. Aber sie war schon in Take Me Out, was, oder hat sich da beworben. Ja, was die Einstiegsdroge ist so fürs Reality-TV, ne? Das waren ganz viele früher und ja, werden dann von da gebucht für andere Formate und ja, also das ist, glaube ich, einer dieser Paare, die, ja, die dann beide einfach, ist ja auch okay, wollen die diesen Fame, den es da gibt, mitnehmen. Passen eigentlich gar nicht zusammen, und machen sich dann selber richtig fertig, ne? Und wie gesagt, diese Beziehungen holen ja auch eh immer das Stateste aus einem raus. Ich bin da trotzdem ein bisschen soft, weil, mein Gott, die sind 5, 6 Monate zusammen, die sehen das jetzt, die gehen dann noch auseinander, ja. Draufgeschissen. Ist halt so, kann passieren. Und aber wir werden das trotzdem mal hier so ein bisschen beobachten. Der presst mich immer so. Ich sag dann immer so, dann machen wir das nicht und das nicht. Und das Problem ist, wenn ich aber irgendwann, ich habe irgendwann gesagt, Katja, ich habe keinen Bock mehr erpresst zu werden, ich mach Schluss. Sobald ich Schluss mache, dann ist sie sofort, dann hängt sie an mir. Ja, also das finde ich wirklich eine coole Aussage von dem Erik, weil er hat damit recht. Also man kann das hier zwar noch nicht so richtig
sehen, aber wie sich das dann so weiter spinnt, die ganze Geschichte, muss ich auch sagen, finde ich Cutter immer problematischer, weil das alles so mehr undercover ist. Ne? Also der Erik ist halt sehr vorne raus. Ich meine, der ist leicht durchschaubar, kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Ich glaube ihm das auch, dass er sie trotzdem echt total gut fand und ja, also ich finde ihn irgendwie auf so eine Art, auf so eine gewisse Art auch irgendwie fast, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht harmlos sagen, aber ja, keine Ahnung. Und bei ihr ist das alles ein bisschen undercover, was es immer so viel schwieriger macht und was man hier auch sieht, das habe ich jetzt nicht alles so reingeschnitten, aber was ich in der Gesellschaft viel sehe, wenn da so ein Paar ist, wo beide sich eigentlich, wo einfach, die sind einfach nicht kompatibel, die machen sich gegenseitig fertig, dass doch immer noch, obwohl beide gleiche Anteile haben, der Mann erstmal automatisch immer der Arsch ist eigentlich. Ne? Es ist schon viel besser geworden. Und auch hier gibt es da durchaus im Sommerhaus die und die Stimmen. Aber man merkt schon, wenn dann die Katze anfangen zu heulen und so, ja, ist Erik erstmal der Arsch ist. Und ich finde, kann das nachvollziehen. Ich fühle das, dass er sich darüber beschwert, auch wenn er natürlich echt mitmischt, ne, dass das so läuft. Ne? Steffen, ich habe keine Stimmung gegen dich gemacht, gell? Nee, okay. Wenn du das, erwarte das von dir, du bist ein erwachsener Mann, sag mir das, frag mich. Dann sage ich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe oder nicht. Nee, das kam nur gerade da, ja, als er mir sagte, ja, dass er dir das erzählt hatte. Ich will, ja, alles ich, gut, ich, du weißt, ich kläre das, ich spreche das an. Ja. Kannst machen, was du willst, aber mach mir einen Gefallen, frag mich. Ja. Frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe, sei dir ja oder nein. Ja, okay. Ja, also Mario Basler finde ich echt krass. Ich meine, gut, er war schon, man kennt ihn ja als Fußballspieler auch schon sehr emotional. Ich fand ihn in der ersten Folge, ehrlich gesagt, fand ich es noch ganz witzig, weil er ja auch teilweise so in seiner Polarität ist, auf so einer Oldschool-Art, sag ich mal, so ein Alpha- oder polares Verhalten zeigt. Leider hat er aber auch diese, das ist ja genau, was man immer, wie soll ich mal, so im Rahmen von toxischer Männlichkeit, was dann gesagt wird, leider hat er eben auch die andere Seite, die dann verhindert, dass er wirklich moderner Alpha ist, ne? Dass er eben ja sehr mit Aggressionen arbeitet. Ja, also er setzt sich da an die Spitze der Hierarchie im Sommerhaus, also es macht sich da so zum Silberrücken und die anderen spuren aber auch Spuren durch die Bank, scheuen die Konfrontation mit ihm und er ist dann wie so ein Gorilla-Silberrücken, ja, der dann eben das Ganze dominiert und jetzt hat mal einer gewagt irgendwie, vielleicht hat Mario hinter unserem Rücken eine Stimmung gemacht in so einem Gespräch mit zwei, drei Leuten und erstmal wird es dann natürlich weitergetrat. Völlig unnötig und dann kommt er und sagt, ey, du musst mit mir reden, musst mit reden, dann scheiß musst du ja, mit niemandem musst du ja reden, es muss keiner mit ihm reden und aber alle kuschen vor ihm so, ne, ja, klar, warum? Klar, weil es natürlich Konflikte gibt und weil man einfach so eine aufgeladene, unterdrückte Aggression bei ihm spürt, das ist unangenehm dagegen aufzustehen, aber ich finde es schade, dass da keiner einen Hut in den Ring wirft und sagt, ey, sag mal, wie redest du hier eigentlich mit allen mit uns, weil dieser Subtext ist natürlich, also er belehrt jeden, ist auch so ein bisschen wie so ein Mansplaining, er belehrt jeden, er weiß alles und das ist natürlich kompletter Quatsch, also wie er dann auch jetzt später hier den YouTuber da wirklich angeht, nicht schön, überhaupt nicht schön, ne, und sehr toxisch, oldschool, männlich. Also ich wehre mich ja mal gegen sowas, aber da muss ich wirklich sagen, ja, das ist, glaube ich, damit gemeint, dass jemand so ja, aggressiv Fassung verliert, sich nicht im Griff hat und ja, eigentlich immer so nonverbal gibt, ich hab's voll drauf und ich möchte jetzt bitte meine Ratschläge geben, ne? So. Ja, jetzt kommt eine super spannende Szene mit Lisa und dem Marcel wieder. Ja, weil die alle Angst vor dem haben. Ja. Du hast dich halt, glaube ich, unter ihm gestellt mit dem, dass du Papa zu ihm sagst. Das ist jetzt eine Unterwürfigkeit, Unterordnung glaube ich. Ach, weil der kann böse werden. Ich sag dir, Mario kann böse werden. Mario ist... Ich auch. Ich kann auch böse werden. Ja, also ich kann da Lisa komplett
verstehen. Also wir gucken uns das ja auch unter Beziehungsaspekten auch an. Und ja, ich recherchiere auch gerade für mein viertes Buch, mein Polaritätsbuch. Und da geht es natürlich ja um Polarität, Mann-Frau-Polarität. Und was die Lisa eigentlich sagt, hey, du bist nicht in deiner männlichen Polarität, ne? Ich meine, klar, er ist natürlich, grundsätzlich hat er eine Menge Status, weil er fucking 2 Millionen Follower hat irgendwie. Und trotzdem sagt sie, hey, sie spürt irgendwie, er steht da eigentlich in der Männerhierarchie zu weit unten und das fuckt eine Frau ab. Ne? Dann sagt sie, ey, sag mal, was machst du da eigentlich? Warum sagst du, warum kuschst du? Ich finde das gut, dass sie das sagt. Ne? Das muss eine Frau ihrem Mann sagen, wenn er das Gefühl hat, der ist nicht in seiner Power. Also vielleicht bin ich da auch, habe ich auch meine speziellen Ansichten, aber das finde ich gut. Sie legt den Finger in die Wunde und sie, ja, ich kann das nur komplett fühlen, was sie da sagt. Und da kann er ruhig sagen, ich bin auch böse, fällt sich aber nicht so, wenn er sagt, Papi, 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 ne? Klar, ist so, ne? Ja, also ich finde es gut, dass sie das so im Vier-Augen-Gespräch sagt. Jetzt geht es eigentlich einen Tacken weiter, das finde ich jetzt nicht mal so gut. Es kommt die erste Rauswahl, also die Spiele schenken wir uns jetzt hier mal, absolute Sommerhaus, Standardspiele. Und der vorher auf der Abschlussliste war, konnte sich safen. Und gut, und jetzt ja, wählen scheinbar alle Marcel und Lisa. Und dann will Marcel seine Stimme abgeben und dann passiert Folgendes. Wir hatten ja schon mal eine Show und ja, die lief. Ja, red doch jetzt nicht drüber. Doch, ich möchte es erzählen. Oh. Uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Show funktioniert und ja. dass die Show unterhaltsam ist. Wir darf haben ich? Uns. Darf ja, ich bitte? Ich kann es vielleicht Nein. besser ausdrücken. Also. Lass mich. Okay. Ich rede jetzt mit, bevor das ein halber Roman wird. Ja, aber ich. Ja. Also. Was ist das für eine Show kurz da vorne jetzt? Kommen Sie jetzt noch dahin? Das war halt komisch. Ich finde, es ist so ein bisschen, ja, den anderen entmannt. Das hat mir so ein bisschen leid getan für ihn. Deswegen habe. Ja, also, keine Ahnung. Ich meine, wir kennen jetzt Marcel nicht. Vielleicht kennt Lisa Marcel besser. Vielleicht hatte sie Angst, dass er irgendwie Fassung verliert oder ich weiß nicht was. Aber wie ich das gesehen habe, auch so auch bevor die Frau von dem Basler schon sagte, oh, sie hat ihn da echt ein bisschen die Eier abgenommen, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht genau, was ihre Beweggründe waren, aber das lässt sich natürlich echt schwach dastehen. Er hat sowieso schon, also fand ich ganz ungeschickt, war vielleicht gut gemeint, ihm da eine Parade zu gehen. Da muss sie gleich sagen, komm, wir gehen zusammen hoch oder lass mich nach vorne gehen. Aber dass er geht und sie ja nimmt ihn das Heft auf der Hand, schwächt ihn natürlich nochmal komplett vor der Gruppe und schade. Ich hätte sie auch gerne länger gesehen. Ich finde sie eigentlich ein interessantes Paar, muss ich sagen. Und ich fand auch interessant, dass sie überhaupt gewählt worden sind. Also da wurde ja viel gesagt, ja, was das? Ich habe gesagt, ja, du hast uns immer hier so gebufft und bah, was machen wir jetzt? Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und ja, aber das ist ganz, weiß ich nicht, ganz normales Gelaber. Und manche haben auch direkt gesagt, was ich glaube ich definitiv einer der Gründe war, zu starke Konkurrenten irgendwie so. Und ich habe auch ein bisschen gedacht, ob das so ein bisschen die Alten gegen die Jungen oder so, weil ich fand die schon, dass sie die echt richtig rausgepfeffert haben. Gut, das gehört zur Serie, aber es vor allen Dingen auch, da komme ich auch noch mal kurz zu Mario Basler, habe ich super auf die runter geguckt, aber nicht nur er, andere auch. Und da habe ich habe mich auch kurz gefragt, ist es vielleicht auch Neid, weil die sind einfach fucking am erfolgreichsten. Natürlich war Mario Basler früher sehr erfolgreich, aber ich meine, die Zeiten sind noch vorbei und die haben ja einfach mal fucking 2 Millionen Abonnenten, mega erfolgreich, ne, lichtlineares Fernsehen, das können sich auch manchmal auch die Boomer gar nicht mehr vorstellen, weiß ich nicht, und ob das nicht auch ein bisschen Neid ist, Wegdrücken von wirklich, ja, sehr forsch auftretenden Menschen, die ja was ganz Neues repräsentieren und boah, ich fand es irgendwie krass, dass die da so völlig kommentarlos 6 Stimmen gegen sich gekriegt haben, aber klar, man sieht natürlich auch nicht immer alles, ich fand es mega krass. Ja, und jetzt gibt es mal einen Mario Basler. Der das Geld nachher nochmal. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig, dass genau. du irgendwas erklärst. Dann habt ihr es ja auch nicht verstanden. Nein. Dann seid ihr ja zu Recht raus. Lass mich doch einfach ganz kurz in Ruhe. Ja, mach ich doch. Ich wollte es dann nur anbieten. Ja. Es war's. Wenn du es nicht annimmst, bist du selbst dann schuld. Du es bist ist das doch, nie lernen. Es ist doch in Ordnung. Ich brauche einfach nur den Moment. Ja. Und Mario poltert dann sofort weiter. Ja, denn Mario ist gut. Sie lehnen es ab.
lebt damit. So, sie wollen es einfach nicht noch hören von dir. Punkt. Ja, also ich finde es richtig krass, total aggressiv, grenzüberschreitend und wirklich so Mansplaining des Grauens. Ich will jetzt nochmal eben die Welt erklären. Ja, er ist irgendwie Weltmeister, aber sorry, sind einfach andere jetzt am Ruder. Irgendwie ist einfach so. Und die brauchen vielleicht von Ratschläge, aber bestimmt nicht von ihm jetzt und bestimmt nicht in so einer aggressiven Art. Also fand ich echt krass. Und er hätte sich, also für mein Gefühl, klar, der war jetzt angenockt, blöde Situation, hätte sich da auch noch viel heftiger abgrenzen können und ruhig mal ordentlich in Konflikt gehen irgendwie. Weil das ist auch cool, wenn Männer in Konflikt gehen, aber auf eine, ich finde ja immer so, es gibt ja so einen modernen Alpha, der eben nicht so über Aggression und Unterdrückung, sondern der sagt, hey, ich bin selbstbewusst, ich vertrete so männliche Tugenden, die man jetzt noch definieren könnte, aber sparen wir uns mal. Und aber bin trotzdem, bin so Ruhe so in mir und habe so ein, nicht so ein 3D-Denken wie früher, sondern so ein, ja, wenn es euch interessiert, diese Begriffe, hab so ein 5D-Denken, also so ein 5D-Alpha quasi. Und ja, kann Konflikte lösen, bin unterstützend, gebe einen Ratschlag, wenn er gewollt wird. Ansonsten ruhe ich in meiner Mega-Power und muss nicht andere unterdrücken. Ne? Muss nicht sozusagen aus Angst, dass andere vielleicht in der Nahrungskette hochkommen, muss ich ihm den Kopf unter Wasser halten. Ne? Das ist wirklich oldschool. Was denkt ihr dazu? Wollt ihr noch mehr dazu haben? Und ansonsten sehen wir uns bald wieder.